Ja, halli, hallo und hi und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Chris von I Am Kong und ich begrüße euch wie immer recht herzlich. Schön, dass ihr da seid hier zu Halo, der Master Chief Collection. Ja, und auch gleichzeitig, ja, Halo, ne, dem, ich glaube, 20 Jahre... Der Eingang des Kontrollzentrums befindet sich auf der Spitze der Pyramide, also hoch. Alles klar. Wir sollten uns einen dieser Ghosts schnappen. Wir werden die Feuerkraft brauchen. Alles klar. So, jetzt oh, Puck. Ups. Junge, halt die Füße still. Ich wollte sagen, ich sehe überhaupt keinen Gegner da oben. Aber er sieht mich. Er sieht mich auch. Ich glaube, die Dinger funktionieren auch tatsächlich. Nur ist mir eben aufgefallen, wenn man wirklich nah genug dran ist, ne, achtet immer auf das Fadenkreuz. Ne? Also das wird nur rot, wenn man halt schon so eine gewisse... Master Chief, jetzt bleibt er nicht so hängen. Ne? Lass dich nicht so hängen. Oh, der Ghost, der ist mittlerweile... Den müssen wir ausrangieren. Oh, Moment. Hier seht ihr Fadenkreuz, da nichts passiert. Na, oder das bedeutet, ich habe nichts im Fadenkreuz. Das kann natürlich auch sein. Alles klar. Trotzdem würde ich den... Austauschen gegen einen frischen Ghost. So, okay, wir müssen ihn wieder hoch. Das bedeutet, glaube ich, wir können hier die Rampen einfach so... hochflutschen. Was macht er denn hier? Wings. Ja, die sind ja leider nicht ganz ohne. Okay, warte mal, Ghost hin oder her? Hm? Höre ich hier wieder irgendwelche Landungsschiffe? Treffer hier so schlecht einschätzen manchmal.
Ne, ernsthaft, da ballert man die ganze Zeit mit so einer Station hier die ganze Zeit auf einen so einen Punkt und nichts passiert. Also die Steuerung von dem Ding muss mir aber auch mal nicht einer erklären. Okay, ist gar nicht besetzt. Ich auch. Oh oh. Nein, 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 nein. Moment, jetzt habe ich gerade bis nach oben geschafft. Ey, jetzt können die mich doch nicht hier wegballern. Leite ich auf. Verdammte Axt. Oh, aber immerhin. Ich finde irgendwie die, ne, ich meine, wir haben schon 60 Schuss drin, aber trotzdem finde ich das Ding ist, ne, da muss mehr. Ja, guck mal, das hat doch jetzt einigermaßen geklappt, ne? Drücken Sie eh, ja, ne. Bitte eher jetzt lieber den nächsten Kontrollpunkt. Vermutlich hinter dieser Tür. Mittlerweile habe ich auch gelernt, man kann dann hier mal auf so einen Knopf drücken. Solche Sachen sind dann wiederum irgendwie frustrierend. Versteht ihr?
hat man das mal geschafft, ne? Da stellt sich mir allerdings jetzt wirklich folgende Frage. Funktioniert so ein Kontrollpunkt auch rückwärts? Eigentlich darunter fallen, da bist du auch sofort kaputt bestimmt. Da man weiß nicht, warum der sich da so auf einmal dreht. Also ich drehe ja die Maus ja auch nicht in die Richtung schon wieder. Wobei ich ja eigentlich sagen muss, dass die Steuerung von dem Ding tatsächlich relativ gut ist. Ne? Also ich meine, der schwuppt hier natürlich so ein bisschen hin und her und man fällt auch einfach mal so von dem Ding runter. Okay. Einschlag von Hit tot. Alles nochmal. Okay, das fickt mich gerade ein bisschen an. Eine Sache ist klar, ich brauche mehr Granaten. Und irgendwo hier lagen doch ein paar von meinen Spezies rum, oder? Granaten. So viel Zeit nehme ich mir jetzt. Ich hätte schwören können, da lag auch einer, oder war der auf der anderen Seite?
Hier, nimm das mit. Okay, wenigstens solche Granaten. So, 4 Grenades. Und wieder tonnenweise Stuss gemacht jetzt, hier mit Granaten sammeln und so weiter, ne, ohne wirklich weiterzukommen. Und dann werde ich da oben gleich, ne, mit einem Schuss da wahrscheinlich wieder weggeballert. Ne? Also mein Plan wäre eigentlich jetzt gewesen, ich mache das Tor auf und verschwinde. Ne, und jetzt wird das noch ein bisschen abgetan von, ich mache das Tor auf, schmeiß Granaten rein, bis ich keine mehr habe und verschwinde währenddessen. Ne, hier unten irgendwie so versuchen, in Deckung zu gehen oder sowas. Oder einfach ja, reinrennen wäre wahrscheinlich doof, ne? Aber ich bräuchte den nächsten Punkt. Kontrollpunkt. Ne, auch da würde ich mich ja draufsetzen, aber ich bin ja sofort tot. Hier, Kontrollpunkt. Ich bin ganz nah am Tor. Scheißdreck. Ja, okay, aber hilft ja auch alle nichts, ne? Dich doch, Junge. Drücke hier auf Abbruch, ey. Jetzt 1A. Ich hatte ganz vergessen. Mein Fehler. Dass ich noch so was Schickes hier in der Tasche habe. Ist das gewesen sein? Endlich mal? Okay, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich mach diesen hier. Nein, ich muss doch was sehen.
geh weg, geh zurück. Der Ghost ist schon im Arsch. Ich will doch nur einen Kontrollpunkt. Ja, am besten so. Ja, hier und hier. Und dann noch wieder zu. Oder auch nicht. Okay. Ein hartes Stück Arbeit. Halos Kontrollzentrum. Ein bisschen beeindruckend ist das ja, ne? Probieren Sie dieses Terminal. Alles okay? War nie besser. Diese Masse Informationen können Sie sich gar nicht vorstellen. So viel Wissen, so schnell. Fantastisch. Was für eine Waffe ist es denn? Wovon sprechen Sie? Konzentration. Halo. Wie setzen wir Halo gegen die Allianz ein? Dieser Ring ist kein Knüppel, Sie Barbar. Er ist was ganz anderes. Viel bedeutender. Die Allianz hatte recht. Dieser Ring, die Blutsväter. Datenzugriff. Ja, die Blutsväter haben diesen Ort gebaut, den sie Festungswelt nannten, um... Moment, das kann doch nicht sein. Oh, Narren, Sie müssen es gewusst haben. Sicher gab es Zeichen. Langsam. Ich komme nicht mit. Die Allianz hat etwas gefunden. In diesem Ring. Etwas Furchtbares. Und es macht ihnen Angst. In diesem Ring? Wo? Der Captain. Wir müssen ihn aufhalten. Keys, was sollen wir? Das Waffenlager, das er sucht, ist nicht... Er darf auf keinen Fall da rein. Ich verstehe nicht. Keine Zeit. Los, finden Sie Keys, halten Sie ihn auf. Bevor es zu spät ist. Okay. Ja, hier liegen sie gut. Hier spricht Landungsschiff Victor 9 vom Sternenschiff Villa auf Auto. Falls sich jemand empfängt, ich brauche dringend Unterstützung. Wir sind unter schwerem Beschuss von Außerirdischen, die nicht zur Allianz führen. Captain Keys ist in der Hand feindlicher Kräfte. Wir haben uns in einem großen Komplex in einem Sumpfgebiet verschanzt. Aber ich weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten. Schick, können Sie mich hören? Ich lasse diesen Notruf ab jetzt einmal pro Minute wiederholen. Landungsschiff Victor 933, Ende. Wurde entführt von Leuten, die nicht der Allianz angehören. Ja, guck mal hier, Munition ohne Ende, Medipacks. Ist hier aber auch ein bisschen was runtergekommen. Na, mach schon.
Ja, das Gehupse, das ist auch ein bisschen träge und schlecht zu... Hallo? Könntest du bitte auf diese Wurzel... Renn weg. Diese Dinger, die sind irgendwie scheiße. Die haben sich aber ganz schön schnell verbarrikadiert, wollte ich sagen. Ich meine, hier so eingerichtet, hier mit diesen Dixie-Klos. Okay, lustig in dem Sinne war das jetzt nicht, ne? Aber so, der Gesichtsausdruck, man kommt so um die Ecke und die stehen hier alle so ne? Und warten, ne? Lauern darauf, dass einer kommt. Ja. Wer oder was ist überall? So, mein kleiner glibberiger Freund, du musst ein bisschen deutlicher werden. Nein, warte mal, ich komme runter zu euch. Okay, da hinten ist auch tatsächlich alles zu. Ich bin am Überlegen. Ich habe dieses Dingelchen hier. Jetzt brauche ich die Medipacks von draußen. Was zum...
Okay, hier komme ich nicht rein, aber hier haben sie sich komplett verbarrikadiert und sind ausgelöscht worden. Wie haben die so schnell die Dinger hier runtergekriegt und aufgebaut? Ich muss sagen, das ist mir aber ein bisschen suspekt. Übrigens ein bisschen doof, dass ich noch nicht mal meine Richtung angezeigt bekomme. Oh, hallo! Zurück! Zurück! Aus mir macht ihr keins von diesen Dingern! Bitte was? Ich muss euch das Hirn raus! Rührt mich nicht an! Rührt mich nicht an! Ich werde keiner von euch! Lieber sterbe ich! Sucht euch ein anderes Versteck! Ups! Irgendwie wäre ich das Gefühl nicht los, dass hier jetzt richtig creepiger Scheiß auf uns zukommt, an den ich mich nicht mehr so richtig erinnere. Hör doch da noch jemanden irgendwo. Die Spannung steigt. Okay, anklicken kann ich irgendwie nichts. Oh, Teile der Crew sozusagen. Was bisher geschah? Warum müssen wir uns dauernd diesen alten Kram anhören, Sarge? Weil dieser Kram ihre Geschichte ist. Er soll euch Ledernacken daran erinnern, wofür wir den Kopf hinhalten. Also, wenn die Allianz diesen Teil meiner Geschichte auslöscht, ist mir nur recht. Bieten Sie es Ihnen nächstes Mal an, Bisanti. Wir werden Ihnen sicher gern helfen. Es sieht gut aus. Ich bringe uns runter.
Los, los, los! Dranbleiben, Jenkins! Mendoza, Bewegung! Warten Sie auf den Captain und seinen Trupp und dann rein. Sir! Okay, gehen wir! Das ist doch irre! Sehen Sie sich das an! Irgendetwas hat ihn aufgerissen und die Innereien zerfetzt. Was ist das? Plasmatreffer? Möglich, keine Ahnung, ein Unfall. Von den eigenen Jungs aus Versehen erschossen. Was gibt's, Sergeant? Sieht wie eine Patrouille aus. Knallharte Eliteeinheit. Alle tot. Reizend. Freunde von Ihnen? Das wüsste ich. Fein. Machen wir diese Tür auf. Ich versuch's, Sir. Sieht so aus, als hätte die Allianz sie ziemlich gut verriegelt. Ausführung. Ja, Sir. Die Lichter waren grün, du hättest einfach so durchgehen können. Schauspieler. Ich hab so ein mieses Gefühl. Sie haben nie ein gutes Gefühl bei etwas. Captain! Sergeant! Hört ihr mich? Was geht hier vor, Soldat? Wir haben Sensorkontakte! Jede Menge! Aber die sind nicht von der Allianz! Die machen uns platt! Nein! Nein! Corporal! Hören Sie mich! Mendoza! Sehen Sie zu, dass Sie zum zweiten Trupp kommen! Finden Sie raus, was hier los ist! Aber... Keine Widerrede, Soldat! Ich habe einen Befehl erteilt! Hören Sie, Sarge! Was ist das? Wo kommt das her, Mendoza? Von überall! Es ist... Da! Schaut! Ruhig bleiben! Ruhig bleiben! Verdammt, Jenkins! Feuern Sie endlich! Es sind zu viele, Sarge! Versuchen Sie das nicht, Mary! Schenken, schön die Post abgegangen zu sein. Ne? Und spontan erinnerte ich mich dann auch wieder, wo Stargate, ne, diese Replikatoren-Idee her hat. Ne? Ja, ja. Pock, pock, klopf. Achtung. Warte mal, ich glaube nicht, dass ich hier... Wo ist der Ausgang? Wir sind Legion, sozusagen. Unten.
Ja, das ist ja irgendwie merkwürdig. Oh, und auch meine Patronen sind irgendwie merkwürdig. Immer so, wenn so eine um die Ecke kommt, dann muss auf einmal nachgeladen werden. Ja, so rein munitionstechnisch, ne, würde ich jetzt mal sagen, halte ich das nicht allzu lange durch. Ich versuche mich mal zu verziehen hier. Einmal, Herr. Natürlich springe ich von Ebene zu Ebene. Was auch sonst. Da hinten kann ich raus, glaube ich. Ja, spring du nur. Ich muss jetzt irgendwo mal so eine ruhige Ecke finden. Mehr oder weniger. Man soll mir ja nicht nachsagen, ich wäre nicht konsequent, aber. Moment, da ist noch mehr. Über mir oder unter mir? So Leute, ich würde an der Stelle mal eben schnell, auch wenn es kein richtiger Kontrollpunkt ist oder so, aber ich habe hier gerade eine Sekunde Ruhe, deswegen werde ich jetzt hier mal den Part eben halt mal einmal beenden und dann geht es hier beim nächsten Mal an der Stelle weiter bei Halo, der Master Chief Collection. Ne? Wir sind gerade auf einen gar merkwürdigen neuen Feind getroffen, der die Allianz auch so wegballert. Ne? Okay Leute, ne, wie es weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Ich bin der Chris von IMKorn und ich sag mal bis dann.